Herzlich willkommen zum Review des Deuter Exos 4-4 Modells. Am Anfang ein Disclaimer vorneweg. Ich habe keinerlei geschäftliche Beziehungen zur Firma Deuter oder anderen Versandhäusern, außer eventuell einem Affiliate-Link, der unterhalb des Videos steht. Dennoch könnt ihr davon ausgehen, dass dieses Video meine eigene unverfälschte Meinung widerspiegelt. Ich beginne das Review mit einer Geschichte, ne, und zwar dieser Schlafsack, ne, mit der Optik einer Dörrpflaume, weil der hier so Gummibänder drin hat. Das hat mich schon lange, lange gereizt und zwar auch lange vor meinem YouTube-Kanal. Ja? Also diese Idee, einen Schlafsack zu haben, der möglichst wenig Luft einschließt und sich an den Körper anschmiegt. Und als ich ihn dann hier gebraucht gekauft habe, habe ich sofort zugeschlagen. Zu einem vernünftigen Preis. Dabei habe ich allerdings einen kleinen Fehler gemacht, und zwar dieses Modell gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Deswegen werde ich das trotzdem besprechen, weil das Prinzip gibt es noch. Es gibt auch die Exos 4-Modelle, allerdings andere. Und ich werde parallel zu dem -4er das -6er-Modell, weil das kommt dem hier am nächsten, mit besprechen. Das Review wird sich wie gewohnt in drei Teile teilen. Einen ersten Teil Daten und Fakten, einen zweiten Teil meine eigene Erfahrung und im dritten Teil der Vergleich mit anderen Schlafsäcken und ein abschließendes Fazit. Dieser Schlafsack hier hat einen Komfortwert von plus 2 Grad und wiegt dabei 1550 Gramm. Das parallel dazu zu besprechende Exos 4 Modell -6 hat einen Komfortwert von 0 Grad und ist interessanterweise leichter, nämlich 1375. Also daran merkt man schon, das gilt auch übrigens für die anderen Modelle der Modellreihe. Die Exos 4 Reihe von Deuter ist leichter geworden bei Minimum gleicher Temperaturleistung. Die Maße des Schlafsacks sind 2,20 Meter in der Länge und in der Breite ist er variabel, und zwar von 76 bis 90 cm, und an den Füßen sind das noch 45 cm bis 56. Hier oben ist im Innenbereich eine verschließbare Tasche, ja, ungefähr handgroß, wenn man die Finger alle aneinander hält. Und ihr seht hier einen Wärmekragen, der mit einem wegklappbaren Klett gesichert werden kann. Die Kapuze wird hier mit einer runden festen Kordel und im Kopfbereich mit einer festen Flachkordel zusammengezogen. Preis Anfang 2024 zu diesem Modell hier, das gibt es ja nicht mehr, drückt sich die Angabe, aber den Exos 4-6 gibt es ja und für den ist die UVP vom Hersteller 220 Euro. Es wird euch allerdings gelingen, ihn bei Versandhändlern, ja, neu für 160 bis 180 Euro zu finden. Kommen wir zu Teil 2 meiner eigenen Erfahrung. Und in diesem Schlafsack hier habe ich ein ganz paar Mal häufiger übernachtet. Ich weiß gar nicht, ob es 4 oder 5 Mal waren, weil ich habe mich jedes Mal erst auf das Handywetter verlassen, ne, weil ich wollte ja die plus 2 Grad treffen. Und gemessen hier vor Ort mit einem Minimum-Maximum-Thermometer ist es aber nie kälter als plus 3 Grad geworden. So, das heißt also, ne, der finale Test, ne, der dann sogar auch mehrfach stattgefunden hat, bei Unterhose und T-Shirt, Kunstfaser, freiliegend im Garten überdacht, ne, aber Wind ausgesetzt, also eine Übernachtungssituation, die nicht der EN-Norm entspricht, allerdings der Tatsache draußen, wenn ihr im Wald übernachtet. Es war angenehm warm. Ja, und zwar nicht so angenehm warm, dass es okay war, sondern es war wirklich warm. Ja, ich kenne das Verhalten mittlerweile schon von solchen Schlafsäcken. Ja, das bedeutet für mich, dass ich Minimum um 2 Grad oberhalb der Temperatur, die ich bei Tests ermitteln würde, hier rausbekomme. So, fangen wir mal kurz an zu rechnen. Ne, der Hersteller gibt an plus 2 Grad. Ich hatte plus 3 Grad, ne, bin aber der Meinung, ne, hier wäre deutlich mehr gegangen. Also ich würde ihn bei plus 1 sehen. Jetzt kommt eine Schwierigkeit in dem Review. Ne, ob das jetzt tatsächlich für die neueren Modelle ebenfalls gilt,
Weiß ich nicht. Ja? Ich habe allerdings meine Zweifel daran, weil die haben ja auch gleichzeitig noch ganz schön Gewicht eingespart. Was bei den ganzen Nächten wirklich super geklappt hat, ist dieser Stretch. Ja? Also wenn ihr euch da zur Seite bewegt, ne? Ich bin ja Wechselschläfer, ich habe einen sehr unruhigen Schlaf. Dieser Schlafsack hier macht jede Bewegung mit. Ja? Wirklich richtig, richtig gut. So, und jetzt kommt allerdings ein ganz fettes Aber. Überlegen wir uns mal, was dabei passiert. Ihr bewegt euch hier innen drin, ja, der Schlafsack dehnt sich, er vergrößert damit sein Volumen, ja, er vergrößert sein Volumen. Das bedeutet ja, dass Luft reinströmen muss. Und das merkt man übrigens auch. Ja, also das ist jetzt nicht nur hypothetisch, sondern das merkt man wirklich. Man merkt, ne, wie es ganz kurz an der Kapuze hier die Luft reinströmt. Und was jetzt noch viel schlimmer ist, ne, wenn ihr dann wieder in die normale Schlafposition geht, das Volumen also wieder verkleinert, dann wird diese warme Luft auch rausgedrückt. Man merkt das hier an den Wangen. Wie soll man das jetzt beurteilen? Ich meine, die Temperatur, die er verspricht, hält der Schlafsack ja. Das könnte also sogar sein, dass wenn ihr ein ruhiger Schläfer seid, dass vielleicht noch ein weiteres Grad hier bei dem Schlafsack drin ist. Allerdings stellt sich dann natürlich die Frage, wenn man jetzt wirklich ein ruhiger Schläfer ist, wofür braucht man dann dieses Extension-Feature? Die Kapuze sitzt so semi-gut, sie ist etwas zu groß, sie zieht sich dann nämlich über den Augen zusammen. Speziell dieses Flachband hier, die Erfahrung habe ich jetzt schon mehrfach gemacht, das verhält sich etwas störrisch. Ja? Also das heißt, ne, wenn ihr das jetzt hier zusammenzieht, dann sieht man das hier sogar, zieht sich das hier am Anfang stärker zusammen als hinten und dann muss man eventuell nochmal mit den Händen hin, ne, und dann das hier so ein bisschen verschieben. Geht alles, ne? Aber schön ist anders. Der Wärmekragen, die Logik verstehe ich jetzt vom Hersteller nicht, ja? Der Wärmekragen ist mit einem Gummizug ausgestattet. Ja, und das ist tatsächlich angenehm. Der Wärmekragen selber, der schließt schon ziemlich gut. Ja, und das wäre sogar ein sehr, sehr guter Wärmekragen. Ne? Aber wenn ihr natürlich hier die ganze Zeit Luft rein und raus mitpumpt, ne, ist auch so ein Wärmekragen überfordert. Ne? Ihr wollt euch damit ja nicht in der Nacht strangulieren. Noch was zur Haptik. Hier außen, das fühlt sich richtig kunstfasermäßig an. Finde ich jetzt an der Außenseite von Schlafsäcken nicht wirklich schlimm. Ne? Zumal das häufig auch damit einhergeht, dass die etwas wasserabweisender sind. Das Haptik des Innenfutters ist so ein bisschen baumwollartig zu nennen. Ja? Also das ist wirklich angenehm. Kommen wir zu Teil 3 des Reviews, der Vergleich mit anderen Schlafsäcken und ein abschließendes Fazit. Schaut man sich das Temperatur-Gewichtsverhältnis an, dann seht ihr ja immer diese Durchschnittskurve und der Exosphere minus 4 liegt deutlich oberhalb dieser Durchschnittskurve. Was bedeutet das? Er ist im Kunstfaserbereich, klar, es ist ja auch ein Kunstfaserschlafsack, aber er ist schon eben deutlich drüber. Ja? Und das bedeutet, wenn es jetzt wirklich um das Gewichts-Temperatur-Verhältnis geht, dieser Schlafsack hier ist zu schwer. Jetzt bespreche ich aber parallel dazu ja den Exosphere minus 6. Setzt man den als Punkt in das Diagramm ein, fällt auf, ja, auch der ist im Kunstfaserbereich, allerdings nicht besonders weit oben drüber. Ja, der Exosphere minus 6 ist für einen Kunstfaserschlafsack sogar vergleichsweise leicht. Schaut man sich die Preistemperaturkurve an, ja, also wie viel Euro müsst ihr ausgeben, um bei einer bestimmten Temperatur zu übernachten, da liegt der Schlafsack nahe an der Durchschnittslinie. Was heißt das jetzt wieder? Er ist vergleichsweise teuer, wenn es nur um die Temperatur geht, gibt es wesentlich günstigere Vertreter. Vergleicht man ihn aber mit ernstzunehmenden Wanderschlafsäcken, ja, mit guten Kunstfaserschlafsäcken, dabei fällt auf, ja, also diese guten Kunstfaserschlafsäcke, die sind nämlich doch meistens deutlich oberhalb der Linie. Der hier gar nicht so sehr. Ja? Also vergleichsweise für einen guten Kunstfaserschlafsack ist er relativ günstig.
Vergleichen wir ihn mit anderen Schlafsäcken und aus meiner Testreihe bietet sich ein Schlafsack besonders an, und zwar der Snugpack Elite 2. Warum jetzt ausgerechnet das? Das ist ja so ein militärisch angehauchter Bushcraft-Schlafsack, aber der hat ja ein ähnliches Feature. Ne? Der löst das anders. Hier ist dieses Expansion System, ne, quasi über die ganze Vorderseite gespannt, und der Elite 2 hat das an der Seite so ein EPS-Modul eingebaut. Und wenn man die miteinander vergleicht, ja, beide machen ihren Job, beide gehören zu den eher günstigen, guten Kunstfaserschlafsäcken. Der Elite 2 ist allerdings, ne, nicht nur ein guter und vergleichsweise günstiger Schlafsack, der ist wirklich ein Preisbrecher. So, und jetzt kommt's im Prinzip drauf an. Ne? Von der Firma Deuter kriegt ihr so, die einen lieben es, ne, die anderen hassen es. Ne? Ich finde die Farben hier offen gestanden ganz cool. Ne? Das ist so dieser zivile Wohlfühl-Look, der auch bunt daherkommt und gute Laune macht. Wenn man also jetzt nur so denkt, ne, für die Leute ist der Exosphere minus 4 oder minus 6, ne, tatsächlich ein geeigneter Kandidat. Wenn es jetzt rein um die Leistung und den Preis geht, würde ich euch allerdings, ja, wenn ihr mit der Farbe Oliv leben könnt, ja, das ist ja noch nicht mal ein Oliv, so ein Militär-Oliv, sondern das ist ja so ein Metal Plate Green, nannten die das. Ne? Schaut euch das Review zu dem nochmal an. Na, also der An Elite 2 ist ja auch ein als zivil, ne, aber in gedeckten Farben erkennbarer Schlafsack. Wenn es wirklich nur um die technischen Daten geht, empfehle ich euch den Elite 2. Unique Selling Point hatte einen. Ja, doch, hat er. Ne? Also dieses Feature, sich zu vergrößern, das ist schon ziemlich selten. Ne? Haben jetzt nicht so viele Schlafsäcke. Wer nach so etwas sucht, wird hier sicherlich fündig. Hat er eine Red Flag? Ja, eine Red Flag könnte man jetzt nennen, ne? Wenn man da sich sehr viel drin arbeitet, ne, und die ganze Zeit rhythmische Sportgymnastik macht, drückt ihr eine Menge warme Luft nach draußen. Hat man einen halbwegs normalen Schlaf, und ich meine auch bei meinem unruhigen Schlaf hält er ja immerhin sein Komforttemperaturversprechen, ja, ist das jetzt eine Red Flag? Nee, ich finde eigentlich nicht. Ne? Das ist eine logische Konsequenz aus diesem Erweiterungssystemen. Überlegen wir uns mal, für wen der Schlafsack was sein könnte. Also fürs Graveln? Nein, auf keinen Fall. Packmaß ist einfach viel zu groß. Für Camping und so ist das sicherlich super. Ne? Das würde auch den Look-Good, Feel-Good-Faktor hier herausheben. Fürs Wandern ist er da geeignet? Jein. Eigentlich ist er zu schwer und eigentlich auch ein bisschen groß. Ja? Heißt das, dass man damit jetzt gar keine Fernwandertour machen kann? Nein, heißt es auch nicht. Ja? Klar könnt ihr den Westweg oder so auch in so einem Schlafsack hier machen, ne? Wenn ihr bereit seid, ein bisschen mehr zu schleppen. Wenn ihr dieses Hobby allerdings ernsthaft angehen wollt, ja, und viele Fernwanderwege machen wollt und vielleicht auch mit dem UL-Gedanken liebäugelt, dann werdet ihr diesen Schlafsack irgendwann zur Seite legen und euch einen neuen kaufen. Ja, ist das deswegen jetzt ein guter Einsteigerschlafsack? Nein. Eben wegen dieser Begrenzung, ja, dass man ihn, der ist so nichts Ganzes und nichts Halbes. Fürs Fernwandern, ja, sorry, ne, aber dafür ist er einfach deutlich zu schwer. Also er ist speziell dieser hier, ne, das gilt aber auch eingeschränkt noch für den Minus 6er. Und ich würde euch außerdem beim Fernwandern empfehlen, also wenn ihr nicht aus ethischen Gründen oder moralischen Gründen Daunenschlafsäcke ablehnt, ja, und deswegen einen Kunstfaserschlafsack haben müsst, ne, schaut euch nach Daunenschlafsäcken um. Für die Leute, ne, die aus beschriebenen Gründen unbedingt Kunstfaser nehmen wollen, nehmen müssen, schaut euch den Snugpack Elite 2 an. Was sagt ihr zu dem Schlafsack? Habt ihr Erfahrungen damit? Vielleicht sogar speziell mit den neueren Modellen? Schreibt das mal unten in die Kommis. Ansonsten hat mich gefreut, wer bis jetzt dran geblieben ist. Bis zum nächsten Mal. Euer Felix.